Verberio ist eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut in Göttingen. Wir entwickeln, produzieren und vermarkten eine neue Generation von Farbstoffen mit dem Ziel, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Wir befinden uns in den Lebenswissenschaften, und zwar in der Mikroskopie. Und man kämpft mit dem Problem, dass die Auflösung begrenzt ist. Das heißt, die Bilder sind verschwommen. Mit den neuen Farbstoffen erreicht man, dass man viel schärfere Bilder machen kann. Und die Innovation liegt darin, dass die Farbstoffe einen Schalter beinhalten zwischen An und Aus. Und wenn man diesen Schalter geschickt ausnutzt, kann man viel schärfere Bilder erhalten und damit viel bessere Informationen über die Vorgänge in der Zelle. Wir produzieren Farbstoffe, das sind chemische Substanzen, die unter Lichtanregung leuchten. Und diese Farbstoffe werden gezielt in die Zelle eingebracht, an die Strukturen, die man sehen will. Und so kann man den Kontrast herstellen. Unmittelbar sind wir damit beschäftigt, dass wir ein eigenes Labor einrichten, um gezielter und schneller unsere Farbstoffe weiter zu verbessern. Und mittelfristig wird die Technologie, denken wir, in der Diagnostik Einzug erhalten. Einfach dadurch, wenn man genauer verstehen kann, was in der Zelle passiert, kann man auch besser Medikamente unter anderem entwickeln.